Moin Moin und hallo, heute möchte ich gerne zeigen, wie ihr das Schiebedach, das elektrische Schiebedach von eurem BMW 1er benutzen könnt. Öffnen, schließen etc. Wir sitzen im Fahrzeug und es soll heute um euer Glasdach gehen. Voll das geile System, sage ich euch. Wirklich super comfortable. Hier oben, also hier vorne ist erstmal eure Beleuchtung, Leselampe, SOS-Taste. Und dahinter seht ihr einen Schaltungsfreund, den wir zurück nach vorne und nach oben drücken können. Und dieser bewegt demzufolge dann zwei Sachen. Wir haben ein Glasdach hier drin und einen Sonnenschutz. Wenn wir jetzt einfach nur ihn zurückbewegen in die hintere Richtung, dann öffnet sich das Glasdach einfach stufenweise. Ne? Diese Bewegung. Das gleiche geht in die andere Richtung. Klack, klack, klack. Wenn wir jetzt drauf nach oben drücken, dann öffnet sich, wie ihr seht, ein wenig die Luke hier oben, das Glas lacht. Wenn wir wieder drücken, dann geht's zu. Wenn wir über den Druckpunkt uns nach hinten bewegen, dann fährt das Glasdach nicht auf, aber der Schutz, der Sonnenschutz darunter. Wenn wir jetzt über den Druckpunkt hier vorne uns nach vorne bewegen, also hier ist der normale, hier ist das drüber, dann fährt das Schützli wieder zu, wie ihr seht. Es fährt zu bis jetzt. Wenn wir hier gedrückt halten und nach hinten ziehen, fährt es, wie gesagt, auf. Das können wir jederzeit stoppen. Wenn wir nach oben, also wenn wir jetzt, wir fahren es mal zu. Wenn wir jetzt zweimal diese Bewegung über den Druckpunkt hintereinander machen, sprich zack, zack, dann fährt beides auf. Es geht nun das Hauptdach auf, zack, und wir haben auch das, den Sonnenschutz auf. Jetzt können wir natürlich immer noch durch nach hinten drücken, ne? Die Öffnung komplett aufziehen oder es wieder komplett schließen, indem wir zweimal über den Druckpunkt nach vorne gehen. Jetzt fährt es wieder zu und zwar beides komplett. Zack, es hat sich angelegt. Jetzt kommt noch das Glasi-Versiegelungsfreundchen. So, und hier können wir natürlich dann jederzeit stufenweise öffnen und mit draufdrücken machen wir hier eine Luke auf zu Belüftungszwecken. So könnt ihr also ganz einfach euer Dach schließen und es natürlich auch wieder öffnen. Merkt euch zweimal, dann geht alles auf. So, sehr nice System. Muss man aber erstmal wissen, ne? Zweimal, zack, zack, und es geht wieder zu. Cool. Um nur kurz zu öffnen, sprich ein bisschen Lüftungsfreunde, hier einfach drauf, zack, bleibt das auf, ne? Und jetzt kommt alles wieder zu. Dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Bitte abonniert mich, gebt mir ein positives Feedback und bis zum nächsten Mal. Sun, sun.